Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Wir machen nun die... Ja, vermutlich diese 4 Level in diesem Part, hoffentlich. Vermutlich auch nur 3. Kommt drauf an, wie viel uns in den ganzen Leveln fehlt. Und wie schnell sie sind. Wie lange sie dauern. So, hierbei bin ich mir unsicher... Könnte ein langes Level sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, dass... Ja doch, ich glaube, das war ein relativ kurzes Level. Das ist kein Weasley. Aber das hier. Okay, da, das macht dann... Damit springen wir das Tor hier links auf und können da durchgehen. Oder auch nicht, wo fliegt die Rakete denn hin? Doch, nee. Doch. Hat nur lange gebraucht, bis sie den richtigen Weg gefunden hat. So, dann setzen wir schon mal diese Brille hier auf. Werden wir gleich rechts irgendwo brauchen. So, da ist Licht. Lily Potter? Ach, Fang haben wir doch bestimmt auch dabei. Ja, hier. Das hat nichts gebracht, aber das sieht nach einem silbernen Objekt. Das hat doch was gebraucht. Hier brauchen wir doch die Brille. Ist das auch eine Rakete? Nee. Oh. Ganz viel Geld. Und das erste Hauswappen von Gryffindor. Hat Dumbledore nicht aus den Deilluminator? Nein. Leider nicht. Gut, dann nehmen wir mit Ron mal das Licht mit und suchen den Ort, wo wir es einsetzen können. Bin dran vorbei, ich sehe es doch. Da vorne. Ich häng fest. Hier. Da rechts ist nichts mehr dafür, okay. Ah, okay. Aber vorher öffnen wir... Lass sie mal, ich weiß nicht, was ich da gerade zerstört habe. Ich habe, glaube ich, aber 2000er dafür. Für die beiden Sachen. Achso, das war der Ofen hier, damit wir das erste Grab sehen können. Ich weiß nicht mehr, welches Grab das war, deswegen machen wir hier mal noch nichts. Ah, hier ist der Schüler in Gefahr. Ich glaube, es war das Grab hier, aber wir können ja schon mal das hier rausholen, was sie in der Tasche hat. Der Föhn, okay. 3 von 5. 4 von 5. Und 5 von 5. Wobei, war das nicht bei den Gräbern so, dass das letzte richtig ist? Ich glaube ja. Warum muss Hermine das machen? Und was ist hier? Habe ich das jetzt schon... Nee, das hat... Oh ja, gut. Ey, ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich hätte da schon was aus der Tasche geholt. Na gut, wohl doch nicht. Mal ein bisschen Musik spielen. Für die Geister hier auf dem Friedhof. Leider können wir nicht mit tanzen. Wir können dazu gucken. Oh ja, gut, es sind ein paar mehr. Die sehen aber relativ ähnlich aus, alle.
So. Alle weg. Und Hauswappen. Schön angefahrt. Okay, der, ja stimmt, den haben wir eben gerettet. Und dann werden wir jetzt mal alle Gräber lesen. Oh, ja, nee, doch nicht. Ist das ganz recht. Okay. Ich dachte, es wäre das letzte. Aber nein. So, Hermine, du darfst wieder. Ich glaube, mit den Spinnen war doch was, ja. Wenn ich da schon diesen Pfeil sehe. Muss die Spinne nur noch einmal runterkommen, da. Direkt zwei getroffen, aus Versehen. Dann befüllen wir das hier mal mit Wasser. Und löschen hier das Feuer. Okay, aber ich würde gerne rechts noch Kamera, komm mit. Hier rein, in die Küche. Geld, da brauchen wir nicht. So, wir werfen den Müll weg. Deckel drauf. Und nicht mehr zerstören, okay, aber ein Hauswappen. Dann löschen wir hier mal das Feuer. Ach, wir sind ja jetzt. Voldemort ist jetzt ja seit neuestem auch super stark. Aber das ist auch nur für ein Hauswappen. Binde, komm nochmal runter. Da. Jetzt treff doch! So, 3 von 4. Dann plätten wir einmal das hier und bekommen Bethilda, Schlange. Ach, eben konnte ich den Stat nicht einsammeln. Ja, toll. Ach, fehlt nur noch ein Charakter, glaube ich. Okay, der wird dann oben sein. Aber vorher müssen wir erstmal die Bücher aus dem Weg räumen. So, reicht und wir können hoch. Ja, dort vorne links. Schlange? Du bist meine Schlange. Du bist Voldemorts Schlange. Wie kannst du es wagen, deinen Herren anzugreifen? Hier, dann nimm das jetzt. So, dann nimm den Bären. Und zurück mit dir. 4 von 4, Harry Godric's Hollow. So, damit brauchen wir auch gar nicht weiter gegen die Schlange kämpfen und wir können wieder rausgehen. Und haben alles freigeschaltet. Und haben nur noch schon 5 Milliarden Stats. Ich hatte irgendwie schon ein bisschen damit gehofft, dass wir am Ende des Let's Plays 10 Milliarden haben. Das sieht bis jetzt aber eher schlecht aus. Aber es könnte noch passieren. Es liegen noch einige Level vor uns. Und in dem einen oder anderen davon bekommen wir bestimmt auch noch sehr viel Geld. So, ein Charakter fehlt hier, 3 Hauswappen und der Schüler in Gefahr. Zauberer, weiß ich gerade nicht, aber scheinbar nicht. Ah ne, hier. Ach stimmt, ja, fehlte hier ab hier ja, oder ab ein paar Leveln vorher nicht mehr. Hier hatten wir ja schon die ersten Stat-Multiplikatoren. Sehen wir uns doch mal ein Loch ins Eis. Vielleicht geschafft. Oh, ja, gut, das reicht schon. Ist das hier unten irgendwo? Ja, hier, die Ruhe. Na, da haben wir das Gryffindor Hauswappen. Keine Ahnung, warum wir daraus nicht das Slytherin-Hauswappen bekommen. Naja. So, dann Hermine, du gehst oben lang. Ja, geh doch weiter. Bleib doch nicht da mitten unter dem Stein stehen. Die Krabbe macht uns den Weg frei und springt weg. Da sehe ich noch die nächste
Walle, die wir zerstören können müssen für ein Hauswappen. 2 von 3. Nicht da unten ins Loch rein. Aber hier rechts war ja auch damals irgendwo ein Charakter. Da rechts. Irgendwo. Den haben wir aber damals schon geholt. 3 von 3. Und da haben wir das zweite Hauswappen. Ich achte gar nicht so wirklich auf den Schülern Gefahr. Wenn ich, also, nicht so gut eigentlich. Ich glaube, die Schnecken haben damals auch noch eingebracht. Aber es gab hier bis jetzt eigentlich unter Wasser auch noch keinen Ort, wo ein Schüler in Gefahr ist. Naja, da kommt der Anglerfisch. Der Schüler in Gefahr wird dann wahrscheinlich gleich kommen. Wie viel fehlt denn jetzt noch? Ah ja, ein Hauswappen, ja, okay. Naja, erstmal schlagen wir das Schwert von Gryffindor frei. So. Und so. Und so. Und da ist es. So, hier sind dann die letzten Sachen. Hier brauchen wir einmal die Brille, da vorne auch. Schüler in Gefahr, wo bist du? Ja, du bist ein Schneemann. Den man nicht zerstören kann. Ah, doch jetzt. Na gut, jetzt hätte er auch weiter tanzen können. Warum muss man erst diese Eistapfen dort zerstören? Die stören doch nicht mal. Danach ist ja auch gleich wieder Ende. Also nachdem wir gleich den Horcrux zerstört haben, zerstören wir nicht, weil wir nicht weiter müssen. Weasley Box. Rakete. Und was zerstört die nochmal? Ach, toll. Ja, okay. Da war, glaube ich, damals ein Charakter drin. Jetzt nicht mehr. Und der hier ist sehr viel Geld hinter. So, dort oben ist die Brille. Wie kommt Hermine? Dich hatten wir damals nicht dabei. Oh ja, sie hat so einen Riesenpilz bei sich in der Tasche. Hier ist der Schüler in Gefahr. Dann bauen wir das hier einmal. Eisskulpturen sollen wir bauen. Ich vermute jetzt mal, dass das Eis sein soll. Oh. Und die letzte ist hier links. Hermine grauer Mantel. Es ist sehr schön, wie viele Level wir in diesem Part schaffen. Es sind zwar bisher nur 2, aber der Part ist bis jetzt auch nicht wirklich lang. Also diese 4 Level werden wir in diesem Part wohl mit Sicherheit schaffen. So, hier fehlen 3 Charaktere und 2 Hauswappen. Den Schüler in Gefahr haben wir schon und wahrer Zauberer sind wir auch. So, eine Sache wird dir angezeigt. Ah ja, da war der Schüler in Gefahr. Jetzt darf er mal in Gefahr bleiben. Einen anderen Schüler hier, der da mal war, den haben wir schon gerettet. Wird immer ausgetauscht, ist immer ein anderer.
Ich weiß gar nicht mehr, was musste man... Achso ja, man musste da etwas an die Tür setzen. Ja, das sieht nicht danach aus, als ob das irgendwas damit zu tun hat. Aber wahrscheinlich dann mit dem Block rechts. Ja, da können wir jetzt was mit der Brille dann bauen. Weg damit. Weasley, irgendeiner. Gibt ja so viele von denen. So, und nach oben. Diese Krähen, die haben wir ja schon. Ach so, ja doch, ich kann ja wieder den Charakter wechseln. So, zur Stunde noch den zweiten Drachen. Und den dritten. So, und jetzt sollten wir da spawnen können. Aber vorher bauen wir hier etwas auf. Ein Hase. Auf dem wir sogar reiten können. Xenophilius Luna. Ja, genießt du die Karotten. Und wir klopfen mal an. Klopf, klopf. Ja, so, ein Charakter haben wir bisher eingesammelt, ja. Ja, malen wir was an die Wand, ein Charakter. Skelett. Warum hat er ein Skelett im Haus? Und was kann man denn sonst noch machen? Ah, diese hier, ich sehe so Farbe auf dem Boden. Oder so Flecken auf dem Boden. Das wird dann irgendwas sein. Ach nee, das ist nicht sein Vater. Ja, da ist er. Damit vielleicht. Das macht komische Geräusche. Ja, okay. Damit. 3 von 5, 4 von 5 und 5 von 5. So, ein Hauswappen. Charakter Nummer 3, Luna, lila Mantel. Dann fehlt jetzt nur noch ein Hauswappen, der uns auch angezeigt wird, der aber wohl eine Etage weiter oben ist. Möglicherweise sogar zwei. Ach, müssen wir jetzt nicht durch diese Geschichte noch durch? Ja. Ja, hier ist nichts. Na gut, dann spielen wir das aber kurz. Er hebt mich hoch. Wir rennen hier jetzt einfach ganz schnell durch. Wir wissen ja schon, wie man das macht. Haben wir ja schon mal gemacht. Okay, und das vierte, und die vier Level machen wir dann doch nicht in diesem Part, schätze ich mal. So, und nach oben. Einmal unter ihm durch. Ja, da kann man auch schon stehen bleiben. Ja,
Wir bleiben jetzt auch eher. Oder auch nicht. Ja, super. Ich bin tot. Wir wurden überrollt. Ja, nicht schon wieder. Einmal reicht. So, der Hebel, wo war der? Links, glaube ich. Rechts. Das hier ist rechts, nicht links. Ich bin tot. Schon wieder. Hält das auch mal an? Okay, dreht sich in die andere Richtung nun. Oh, Unsichtbarkeitsmantel. Tot, dankeschön. Warum? Ich war nicht in seiner Nähe. Hier, viel Spaß mit den Kürbissen. Ah, schön daneben. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Wieder der Stein der Auferstehung. Und einmal den Hebel hier rechts betätigen. Umlegen. Und rüber. An diese Geschichte hier hatte ich auch vorher nicht mehr dran gedacht, als vor dem Level. Die hatte ich da komplett vergessen, irgendwie. Ach, schön, das passiert auch. Dann bauen wir das mal wieder auf. Ach, Geist. Und hoch. Und Tür auf. So, deswegen habe ich schon mal zu ihm gewechselt, damit wir jetzt hier vorbeikommen. Dann gehen wir hier einmal runter. Einmal durch den Keller durch. Und hier oben gleich wieder raus, nachdem wir uns einen Treppe gebaut haben. So, und geschafft. Einmal durch die Geschichte gerannt. Da rechts irgendwo. Warum da rechts? Konnten wir einen Stärketrank brauen? Ja, konnten wir. Gut, verdammt. Dann brauche ich das ja auch gar nicht alles machen. Ich brauche auch gar nicht den Charakter wechseln. Das reicht so schon. Ja, okay. Richtigen Zauber auswählen. Ich hoffe mal, der Pfeil, der dort rechts ist, das wird dann oben sein. Ach so, hier. Ja, nee, den Trank brauchen wir nicht. So. Wir müssen einfach nur zur Mine wechseln. Achso, ich habe das Falsche ausgewählt. Der Explosionszauber ist nicht die Katze. So, Mine, dann einmal hier den Schrank öffnen.
Konnten wir das damals? Ja, doch, konnten wir. Brauchen wir mittlerweile aber nicht. Ja, okay, brauchen wir aber nicht. Ich würde gerne weitermachen und dann nicht lachen, sondern nach oben gehen. So, nächste Treppe holen wir runter. Und dann geht's weiter nach oben. Und da holen wir das letzte Hauswappen. Dort vorne. Ich fasse hier nichts an. Wir brauchen nur einmal Licht. Licht war doch, glaube ich, eine Etage weiter unten. Ich hoffe mal, die können wir mitnehmen. Das Licht, hoffe ich mal, dass wir das mitnehmen können. Du bist nicht Ron. So, er hier aber. Hoffe ich doch. So, Licht da einsetzen. Und da haben wir das letzte Hauswappen. Dann speichern und verlassen. Und 187 goldene Sterne. Es fehlen nur noch 13. Es werden jetzt wahrscheinlich nur noch 2, 3 Parts sein. Ja, 2 vermute ich mal. Also 2 Parts hier nach. Naja, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.